Hallo zusammen, Leute. Ich wurde mal wieder getaggt über YouTube. Und in diesem Tag geht es um unbequeme Meinungen. Ist natürlich ein etwas schwieriges Video. Vielen Dank an Robert Corvus, der mich getaggt hat. Finde ich sehr cool. Unbequeme Meinungen. Ja, die muss man vertreten können. Also den Konsens in der Gesellschaft, den kann natürlich jeder vertreten. Unbequeme Wahrheiten muss man vertreten können. Es gibt insgesamt 7 Fragen, die man hier in dem Tag beantworten soll. Und ich werde da mal versuchen, drauf einzugehen. Also die erste Frage ist, ein Booktube-Format, das du nicht gerne oder oft schaust. Ist schwierig, also das klassische Booktube-Format, also die Rezension bzw. die Buchvorstellung, die schaue ich ziemlich gerne. Was ich nicht so gern schaue, gibt es auch nicht so oft, sind Autoreninterviews. Das liegt jetzt nicht an den Autoren und das liegt auch nicht an den Interviewern, sondern das liegt eigentlich eher daran, dass das Autoreninterview leider immer wieder dieselben Fragen produziert. Also Klassiker wie, wo nimmst du deine Ideen her, wie findest du die Namen, erzähl mir mehr über dein Fantasy-Reich und so weiter. Das sind einfach so Fragen, die interessieren mich persönlich nicht so sehr, weil ich sie einfach schon so oft gehört habe. Und ich weiß auch aus Autorensicht, dass diese Fragen natürlich schon wichtig sind, aber auch gar nicht so einfach zu beantworten oft. Und ich schaue mir dann lieber Videos an, die ein bisschen weitergefasst sind. Zweite Frage. Eine beliebte Buchverfilmung, die du nicht mochtest und oder eine unbeliebte Buchverfilmung, die dir gefallen hat. Na, ich habe mir eine beliebte Buchverfilmung rausgesucht, die ich nicht so gern mochte. Und zwar ist es die Verfilmung zu Herr der Ringe. Da muss ich sagen, es ist natürlich nicht so, dass ich die Verfilmung von Herr der Ringe gar nicht mag. Aber als ich damals im Kino war, war ich vom ersten Teil, Die Gefährten, noch ziemlich begeistert. Aber ab dem zweiten Teil war ich dann so ein bisschen angenervt, weil ich mag es eigentlich nicht, wenn die Verfilmung zu sehr vom Original abweicht. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von der Game of Thrones Serie, weil die eben ziemlich genau am Buch bleibt und ich das auch sehr genieße. Und ich fand zum Beispiel Die Arena, also Under the Dome, die Serie zu Stephen Kings Buch fand ich einfach nur schrecklich, weil sie viel zu weit weg war vom Original. Und also ihr könnt jetzt auch Under the Dome von mir als Buchverfilmung nehmen, die alle mögen und ich nicht. Aber ich glaube, Under the Dome mögen weniger Leute als den Herr der Ringe. Deswegen habe ich jetzt einfach mal den Herr der Ringe genommen. Liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr genaue Verfilmungen sehe. Ich kann auch verstehen, warum man das gut findet, wenn die Verfilmung ein bisschen abweicht vom Buch oder sogar sehr abweicht vom Buch, weil es kann auch ziemlich langweilig sein, habe ich auch schon selbst erlebt, wenn man ein Buch gerade gelesen hat und dann direkt die Verfilmung anschaut, dann erwartet man nämlich ständig, ah, jetzt kommt gleich diese und jene Szene und dann kann das Filmvergnügen natürlich auch relativ langweilig werden und auch andersrum, wenn man zuerst den Film gesehen hat und das Buch kurz danach liest. Deswegen als Tipp von mir, immer ungefähr ein halbes bis ein Jahr zwischen Verfilmung und Buch verstreichen lassen, weil sonst kommt man da immer in irgendwelche langweiligen Passagen und das möchte ja keiner. Gut, dritte Frage. Ein Schiff, bei dem du nicht mitfahren konntest bzw. wolltest. Da habe ich mal rausgesucht, du Robin Hopp, die Weitseher-Sage. Stellvertretend halte ich einfach mal den ersten Teil in die Kamera, die Gabe der Könige. Es gibt ja 3 Teile. Hier gibt es eine, also eigentlich ist es eben nicht im ersten Teil, sondern eigentlich erst im zweiten Teil, der Bruder des Wolfs, dass dort eine Figur auftaucht, und zwar ein Wolf, der mit Fitzchevalric, der Hauptfigur aus der Weitseher-Saga, eine geistige Verbindung eingeht. Da muss ich mich einfach outen, ich bin kein Hundeliebhaber und ich mag einfach, also es ist nicht so, dass ich was gegen Hunde hätte, aber es ist auch nicht so, dass ich was für Hunde übrig habe. Und deswegen interessiert mich eigentlich diese ganze Jagd und Hund und wie er sich verhält und so, das interessiert mich eigentlich nicht so. Und deswegen war ich immer so beim Lesen so, muss er sich jetzt unbedingt mit diesem Wolf da verbrüdern? Kann er sich nicht mit was Coolem verbrüdern, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, einem Papageien oder sowas? Aber na gut, so ist, hat Robin Hopp das geschrieben und sie hat es ziemlich genial geschrieben und mir hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich es irgendwie nicht so besonders toll fand. Ja, viertens, ein Gegenspieler, den alle gut fanden, du aber nicht. Ja, da fällt mir sofort Pennywise ein aus Es. Also ich lese sehr gerne Stephen King und ich habe auch ziemlich viele Bücher von Stephen King gelesen und ich finde die meisten Bücher von Stephen King genial.
Die Verfilmungen sind meistens Schrott, aber die Bücher sind meistens gut. Nicht alle, aber viele. Und also ich habe es nie wirklich gelesen. Ich habe einen Teil vom Film angeschaut, aber dieser Gegenspieler, dieser Clown, das nervt mich. Warum einen Clown und warum... Nee, also irgendwie, der lebt in der Kanalisation und mit dem Luftballon und das ist alles irgendwie... stößt mich irgendwie ab. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es daran, dass es ein Clown ist und Clowns eigentlich anders sein sollten, aber genau deswegen hat Stephen King das ja auch gewählt. Ich kann es euch nicht wirklich begründen, warum es so ist, aber ich finde es nervig. Also Clowns als Gegenspieler nerven mich. Offensichtlich. Nächste Frage. Ein Buchcover, das alle gut fanden, nur du nicht. Da habe ich jetzt ganz tief in den Archiven gekramt und habe ein Buchcover mal rausgesucht. Das ist dieses hier. Ihr erkennt sofort, um was es geht wahrscheinlich. Tolkien, der Herr der Ringe. Ich nehme jetzt einfach nochmal ein Buch raus, weil das soll ja um das Buchcover gehen. Hier zum Beispiel die zwei Türme. Es ist eine relativ alte Auflage. Ich glaube, dass die aus den 80er Jahren... Ich schaue mal ganz kurz rein, wann die genau gemacht worden ist, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Nee, stimmt gar nicht. Aus den frühen 90ern. Aber ich glaube... Das Ursprungsdesign gab es, glaube ich, schon länger. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr wisst, wann das zum ersten Mal von Clett Cotter so gemacht worden ist, mit diesem komischen grünen Einband, mit diesen Vögeln. Und ich meine, was soll das hier bitte schön sein? Ich habe das als Kind damals bei meiner Mutter im Bücherregal gesehen und dachte mir, der Herr der Ringe, so ein riesendickes Buch, hat mich schon mal eingeschüchtert. Und dann war das so ein ganz merkwürdiges Cover. Ich habe mir gedacht, was soll das? Ich weiß, in dieser Zeit war das eher in, so ein bisschen künstlerischer zu sein. Das sieht man ja auch teilweise an der ersten, oder ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber eine der ersten Verfilmungen von Herr der Ringe als Comic. Es war ja damals als Comic ist jetzt falsch, als Zeichentrick verfilmt. Das ist ja auch wesentlich künstlerischer. Ich konnte nur damit nie was anfangen und ich fand es eigentlich auch heutzutage nicht schön. Man kann zum Herr der Ringe könnte man so schöne Cover machen. So viele schöne, fantastische Cover, wo man große Landschaften, weite Landschaften sieht, wo vielleicht irgendwie Reiter versuchen, vor einer Armee wegzureiten oder irgendwas Mystisches, Magisches oder vielleicht sogar, wie die Gruppe gerade durch Moria geht und irgendwie vielleicht irgendwie so Augen aus der Finsternis sie beobachten oder irgendwie sowas. Also man kann richtig, richtig coole Cover zu Herr der Ringe machen und da macht man sowas. Also das fand ich irgendwie, ja, ist blöd. Dann haben wir die sechste Frage. Eine Reihe, die du mochtest, aber bei der du das Ende doof fandest. Und da muss ich einfach mal diese wunderschöne Reihe hier in die Kamera halten. Und zwar die Chroniken von Narnia. Ich muss dazu sagen, als ich die Chroniken von Narnia damals bestellt habe, also es ging lange, lange Zeit an mir vorbei und ich dachte immer, boah, es ist ja eher so Kinderzeugs und ich wollte damit irgendwie nicht so wirklich anfangen. Und dann habe ich es bestellt und dann war ich direkt enttäuscht. Und ich war, ja, enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war irgendwie ein bisschen verwundert, dass die dass es doch eher so Heftchen sind. Ich dachte wirklich, diese Narnia-Geschichte sind lange, dicke, fette Romane. Also die Reihe hat mir an sich gefallen, aber das Ende fand ich dann doof. Da ja die Frage schon so gestaltet ist, muss man ja direkt spoilern. Und da kann ich nur sagen, es ist so, dass am Ende in der letzte Kampf es darauf hinausläuft, dass diese Figuren in Narnia eigentlich, oder halt die Hauptfiguren, diese Kinder, denen man dann immer wieder nach Narnia folgt, während eines großen Zugunglückes ums Leben kommen und Narnia dann mehr oder weniger das Leben nach dem Tode darstellt, in dem sie dann sind. Und Aslan, also dieser Löwe, ist dann sowas Ähnliches wie, weiß ich nicht, Christus oder der Heilige Geist oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich finde so eine christliche Komponente in so Fantasy-Büchern spannend. Aber hier finde ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig gelöst. Also ich fand das beim Lesen, hat mich das nicht überzeugt. Irgendwie. Fand ich nicht cool. Letzte Frage. Etwas, das dich an deinen Videos nervt, also an meinen eigenen Videos. Meine Videos sind natürlich super toll. Was soll da schon nerven? Nee. Was mich am meisten nervt an meinem Kanal oder an meinen Videos ist, dass ich einfach zu lange brauche, um Bücher zu lesen.
Aber ich meine, man muss ja auch mal gucken, Fantasy-Bücher sind ja meistens auch ziemliche Schmöker. Also hier diese Waldseher-Saga. Der erste Teil war ja noch relativ kurz mit 600 Seiten, aber der zweite Teil hatte, glaube ich, schon 900 und der dritte Teil hatte dann 1200 Seiten. Das ist einfach etwas, das kann man nicht so an 2-3 Tagen lesen. Also ich kann es nicht, sagen wir mal so. Es gibt Leute, die können es. Ich kann es nicht an 2-3 Tagen lesen und deswegen schaffe ich es eigentlich in der Regel nicht, mehr als einen oder manchmal zwei Rezensionsvideos pro Monat rauszugeben, also zu machen. Und das finde ich selbst ein bisschen schade. Ich würde selber gerne mehr Videos machen. Und das nervt mich an meinen eigenen Videos, dass ich nicht mehr schaffe. Ich habe jetzt probiert, ein bisschen über meine Schreibtischberichte ein bisschen mehr Videos zu bringen, dass ich zumindest vielleicht 2 Videos pro Monat online stellen kann. Wenn ich neue Ideen habe, werde ich vielleicht auch noch ein paar mehr Videos machen. Das wird die Zeit zeigen. Aber solange die Fantasy-Bücher so dick sind, und das werden sie hoffentlich auch bleiben, weil Fantasy-Bücher gehören schön dick, oder Fantastik-Bücher insgesamt, werde ich eben nicht so viele Bücher online stellen können. So, jetzt bin ich dran mit Taggen. Und zwar, da ich zufällig mitbekommen habe, dass Florian Jung von Creepy Creatures Reviews diesen Tag mit den unbequemen Meinungen cool findet, tagge ich ihn einfach mal, auch wenn er schon in seinen Kommentaren so ein bisschen was dazu geschrieben hat. Vielleicht hat er Lust, noch ein Video dazu zu machen. Und den zweiten, den ich tagge, ist Lexi von Lexi's Book Delicious. Also, kneifen zählt nicht und stellt euch den unbequemen Wahrheiten. Euch da draußen, ich hoffe, euch hat mein Tag-Video gefallen und ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen. Euer Dominik Schmeller.